Mein Kindergarten. Ein Kinderbuch zum Lernen und Spielen. Vorlesen. Mit 3 Jahren ist es endlich soweit. Dann dürfen alle Kinder in den Kindergarten gehen. Manche Kinder sind groß, andere sind klein. Sie haben lange oder kurze, blonde, rote, braune oder schwarze Haare. Einige Kinder sind dünn, andere dick. Manche haben dunkle Haut, andere ganz helle. Und wie siehst du aus? Hallo. Hey. Morgens werden alle Kinder zum Kindergarten gebracht. An der Garderobe hängen sie ihre Jacken auf und ziehen die Hausschuhe an. Jedes Kind hat seinen eigenen Haken und ein Fach für seine Sachen. 1, 4, 6. Kuckuck. Das ist die Kindergärtnerin. Sie kümmert sich um die Kinder. Sie spielt, singt, bastelt und tröstet auch einmal, wenn ein Kind traurig ist oder es Streit gab. Im Gruppenraum ist immer eine Menge los. Wenn alle Kinder da sind, beginnt der Kindergartentag mit dem Morgenkreis. Hier wird besprochen, was gemacht wird. Oft wird auch gemeinsam gesungen oder die Kinder erzählen, was sie so erlebt haben. Mein Kindergarten. Ein Kinderbuch zum Lernen und Spielen. Bastelanleitungen.